Wird Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel? Mit ortsüblichen Vergleichsmieten. www.mietspiegel.com. Wir vernetzen private Vermieter. Digitalstrom, ein verheißungsvoller Name. Was steckt hinter dieser Firma? Wir sind ein Schweizer Hersteller, Schweizer Aktiengesellschaft. Und wir digitalisieren einfache elektrische analoge Geräte, machen aus einem einfachen analogen elektrischen Gerät ein digitales, geben dem Gerät einen Chip, einen Computerchip und haben jetzt in dem Beispiel keine analoge Lampe mehr, sondern haben jetzt eine digitale Lampe. Was macht die Lampe digital? Das ist unser zentrales Bauelement. Das ist ein kleiner Minicomputer, der auf der wird an die 230 Volt Leitung angeschlossen. Da wird auf der Abgangsseite werden die elektrischen Verbraucher angeschlossen und in dieser intelligenten Lüsterklemme, da ist ein Mikrocomputer, da ist ein Speicher und wir können jetzt hiermit das Gerät steuern. Wir können den Strom messen, wir speichern auf der Klemme und wir kommunizieren mit dieser Klemme. Die Klemme weiß zu jedem Zeitpunkt selber, was sie machen muss. Ja, ich schalte das Licht ein, ich dimme das Licht. Oder ich muss das Licht ausmachen oder ich muss mit meinen Gegenüber, mit meinen anderen Teilnehmern in meinem Gebäude kommunizieren. Kann man das Ganze in dem Bereich Internet der Dinge auch ein bisschen verorten? Absolut. In unserer Klemme ist ein kleiner Minicomputer, da ist ein Speicher integriert und jetzt habe ich ein einzelnes digitales Gerät, das individuell ansprechbar ist oder individuell reagiert. Was jetzt nicht sonderlich aufregend ist, eine Bedienung, klassisch wie wir es kennen, den Lichtschalter, umgangssprachlich Lichtschalter, nur dass wir jetzt nicht nur ein Licht schalten, sondern deutlich mehr machen. Stimmungen in den Räumen aufrufen über Klicks, über Mehrfachklicks. Wir dimmen das Licht, das können auch übergeordnete Szenen sein. Licht, die Beschattung, die Heizung passt sich entsprechend mit an. Wir integrieren neben der Gebäudesteuerung auch Geräte der Konsumerelektronik. Wir sehen jetzt hier so einen Sonos-Lautsprecher, binden den mit ein. Das kann aber auch ein Panasonic-Fernseher sein, das kann meine smarte Waschmaschine sein. Das kann eine Sprachsteuerung sein. Bringen diese Geräte alle auf einer Plattform, auf einer Basis zusammen. Und die Plattform ist eine Handy-App, oder wie kann man sich das vorstellen? Die Plattform ist ein kleiner Server, der sitzt typischerweise im Sicherungskasten, in der Elektroverteilung. Und über diesen Server bringen wir die Geräte zusammen. Die Handy-App, darüber kann ich es bedienen, darüber kann ich es steuern. Wie einzigartig ist Ihr System? Unser Alleinstellungsmerkmal ist kein Funk und zu installieren, kein Dreck. Und es ist relativ schnell, weil wie lange brauchen Sie eine Lüsterklemme da einzusetzen? Das ist jetzt nicht so, da ist der Aufwand nicht so groß. Was kostet mich das für einen normalen Haushalt? So ganz, 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 ganz grob kann man veranschlagen ungefähr 1.200 bis 1.400 Euro pro Zimmer. Jetzt, wenn ich eine Drei-Zimmer-Wohnung nehme, dann werde ich da ungefähr in einer Größenordnung 3.500, 4.000 Euro rausnehmen. Wir meinen damit dann das gesamte Objekt, also mit der Küche, dem Flur, dem Bad, dem Balkon, das ganze Objekt, eine Drei-Zimmer-Wohnung für das Licht, die Beschattung, meine Heizungsanlage. Wurde Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel? Mit ortsüblichen Vergleichsmieten. www.mietspiegel.com. Wir vernetzen private Vermieter. ISHW. Gemeinsam stark.